Aber ich find's cool, wie Mario lächelt, oder sagt Mario als Snowcart lächelt, während er nach unten düst. Wir könnten uns das Ganze nochmal mit den anderen Charaktern anschauen. Das ist jetzt Luigi. Der hat so ein bisschen Angst. Wie sieht der Toad aus? Okay, das sieht ein bisschen creepy aus, wenn er nach unten slidet. Ach, Peach sieht süß aus. Oha, wow, oh. Ich bin auf Rosalina gespannt. Ich finde Peach ein bisschen besser hier in dieser Form, aber okay. Hallöchen alle zusammen und willkommen zu Super Mario Bros. Merry Mountain Christmas Adventure Super Mario World Christmas Edition Version 3.1. Ja, das müsst ihr erstmal alles auswendig lernen. Nein, Quatsch, müsst ihr nicht. Kürzen wir das ab mit Merry Mountain Christmas Adventure, ein ROM-Hack von Super Mario World. Also Merry Mountain Christmas Adventure. Das reicht absolut aus. So, wir sind jetzt in der nächsten Welt und wechseln wieder zu Mario, denn der hatte, glaube ich, länger keinen Auftritt mehr und ich glaube, Toad auch nicht. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber egal, wir gehen erstmal hier in Christmas Camp Zeit 2. Hier haben wir es auch mit Yoshi zu tun, mit dem können wir leider nicht reden, aber auf den können wir raufsteigen. Ursprünglich war er auch derjenige, der hier eine Nachricht hinterlassen hat. In der Ursprungsfassung, die ich übrigens auch hier auf dem Channel gespielt habe, im Jahr 2019. Diese Version spielt im Jahr 2023. Diese Version ist aber 2022 erschienen, wurde aber 2023 nochmal ein kleines bisschen verbessert. Was genau, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber Toadette, NPC, unser Lieblings-NPC, Toadette hat uns was zu sagen. Ich habe gehört, es gibt hier ein Areal hier mit einem Power-Up, das dich in einen Schneekart verwandelt. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber ich bin so aufgeregt. Das werden wir noch sehr früh kennenlernen. Oh, meine Güte! Das ist ja interessant! Snowcart Madness! Wir gerade darüber gesprochen haben. Was für ein lustiger Zufall an dieser Stelle. Let's go. Tja, Warnung. Merry Mountain ist nicht dafür verantwortlich, wenn irgendwelche Verletzungen auftreten werden, während man die Karterfahrung hier genießt. Und am besten umgehen sie die Eiszapfen. Ursprünglich sah das aus wie ein Ei, wie ein Skelettkopf. Wow. Ich bin gerade. Nein! Oh nein! Das war nicht gut. Früher war dieser, also in der Originalfassung war das, dieser Kart sah aus wie so ein Skelettkopf. Das ist das, was ich sagen wollte. Und hier sieht er halt so Mario-mäßig aus, als ob Mario halt Cappy dabei hat und, nicht dein Ernst, oder? Und ich meine, es gab auch einen Secret Exit, wenn ich mich nicht täusche. Ist übrigens ein ziemlich schwieriges Level. Also grundsätzlich nicht schwierig, wobei doch an einer Stelle ist er schwierig. Das war nix. Ja, das hätte ich so machen müssen. Könnte jetzt ein paar Stunden dauern.
Aber ich find's cool, wie Mario lächelt, oder sagt Mario als Snowcart lächelt, während er nach unten düst. Wir könnten uns das Ganze nochmal mit den anderen Charaktern anschauen. Ich hab's gerade vorhin geschafft, ne? Das war zu früh. Ihr wisst was, wenn wir schon dabei sind, ne? Dann geben wir uns mal das Aussehen von den anderen Charaktern, wie die aussehen. Das ist jetzt Luigi. Der hat so ein bisschen Angst. Ne? Also die Liebe zum Detail, ne? Bin schon wieder zu hoch gesprungen, ne? Oder zu früh gesprungen, keine Ahnung. Zu spät, zu früher. Ich weiß noch, dieses Level. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ich habe dieses Level niemals gemocht. Und ich werde es auch heute nicht lieben. Auch in abgewandelter Form werde ich es nicht lieben. Wir werden keine Freunde mehr. Und eigentlich wollte ich... Sorry, ich wollte eigentlich den Charakter wechseln und habe dadurch ein Leben verloren. Und kein Problem. Also wenn ich schon fehle, dann will ich euch zumindest hier... Wie sieht der Tod aus? Okay, das sieht ein bisschen creepy aus, wenn er nach unten slidet. Na, was? Ich bin doch... Ach, die kann man gar nicht treffen. Ich dachte, wenn man runterslidet, kann man die zumindest treffen. Daran kann ich mich nicht erinnern, aber egal. Wir machen mit Peach weiter. Ach, Peach sieht süß aus. Oha, oha, oh. Ich bin auf Rosalina gespannt. Ne, wenn wir schon auf 100% gehen, dann zumindest auch 100% alle Charakter zeigen. Und ja, wir haben es geschafft. Wir haben es fast geschafft. So, aber, ne, Rosalina. Und danach werde ich das Ganze ein bisschen abkürzen, ne? Ich finde Peach ein bisschen besser hier in dieser Form, aber okay. So macht übrigens jetzt keinen Unterschied, meines Wissens nach, wer hier am Start ist. Deswegen... Das war nix. Das war nix, du. So, wir haben fast alle bekommen. Und müssen nochmal ran. Es ist hart. Aber wohl gerecht. Gehen wir zu Mario zurück. Wir gehen zu Mario zurück und schauen mal, was wir hier alles uns hier leisten können. Nein. Auf ein neues, liebe Freunde. Auf ein neues. Okay, so kann man es auch machen. Yes! Oh Gott! Kann mich gar nicht daran erinnern, dass man
mich gar nicht mehr daran erinnern, dass man das so lösen kann. Oh Gott, ich bin auch fertig, ne? So, Destroyed Village ist auch eins dieser Level, die nicht so einfach sind. Wir probieren es trotzdem mal mit Luigi, ansonsten, wenn es nicht klappt. Ich glaube, Rosalina kann da auf jeden Fall Abhilfe schaffen. Wir sehen auch hier, warum. Ist nicht so einfach. Ist vorbei. Wir haben jetzt Yoshi, der kann den Double Jump durchführen. Das ist auch eine nette Sache. Und wir hatten Yoshi. Der ist jetzt im Eimer. Das war ein kurzes Vergnügen mit Yoshi. Okay. No! Oh. Puh! Großartig. Da oben wäre es gewesen. Da oben wäre es gewesen. Ja, das ist aber leider nicht so gut gelungen. No, no, no. Nein! Oh Gott, nein! Hey, aber knapp! Das war knapp. Ah, ich hab jetzt Blut geleckt. Ich will's nochmal versuchen. Mit Lizzy! Yes! Runter! Goodness! Die Eiertänze hören nicht auf. Obwohl es hier nicht um Eier geht. Ostereier. Es geht hier eigentlich um Weihnachten, aber... Wem sage ich das? Roter Schalterpalast, liebe Freunde. Roter Schalterpalast. Jetzt gönnen wir uns wieder ein paar Münzen und Leben. Ja, kennt man ja, Last-Minute-Einkauf vor Weihnachten. Da wird alles noch extra teuer und ich hätte hier Rosalina einsetzen können. Daran habe ich nicht gedacht. Ich habe an vieles nicht gedacht bei diesem ROM-Hack, aber okay. Sei es drum. So sei es. Dafür haben wir, glaube ich, den letzten Schalterpalast gefunden, den letzten Schalter betätigt und damit, glaube ich, alle Schalter betätigt? Ich weiß es gar nicht. Hatten wir noch was davor? Oder danach kommt noch was? Ich weiß es gar nicht. Was ich weiß, ist auf jeden Fall, dass ich erstmal meine Ruhe habe. Warte, Moment mal, ich kann doch wieder hier rein, ne? Damit ich mir einen... Genau, damit ich mir wieder einen Yoshi besorgen kann. Das habe ich komplett vergessen. Und dann können wir erstmal hier durch. Ich kann hier auch nochmal rein? Gönnen wir uns das hier und ab dafür. Ab dafür. Let's go. Wonderful Sunset. Ein wundervoller Sonnenuntergang. Ich erinnere mich. Okay, ich dachte, das wäre eine Toadette. Oh! Da war... Okay, nein. Da war, eine... Okay. Da war eine Jingle Coin, meine Güte. Das ist eigentlich das, was wir eigentlich die ganze Zeit sammeln sollen. Ich vergesse den Namen.
Ist hier was? Nein. Kann ja sein. Hier musst du echt auf alles Acht geben. Okay, so. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, das wäre ein Gegner oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Der wollte mich glatt umarmen, ne? Wow. Ich bin froh, dass es hier einen Double Jump gibt. Wait a second. War das gerade eine Coin? War das gerade eine Yoshi-Coin? Eine Jingle-Coin, genau. Das Thema hatten wir schon. Eieiei. Okay, last one. Okay. Keine Sterne geholt, aber macht nichts. Wir haben mehr als genug Leben. Würde ich zumindest behaupten, aber... Wer weiß das schon. King Ice Spiny, der König Eisstachy. Das war auch ein miserabler Gegner. Oder ein nerviger Gegner. Ein sehr nerviger Gegner. Definitiv. Warum habe ich jetzt zwei von den Dingern? Weiß ich nicht. Das wird sehr lustig. Oh nein! Oh! Goodness. Das Level wird wieder künstlich in die Länge gezogen. Oh! Aber glücklicherweise wissen wir uns natürlich zu helfen. Das heißt, wenn wir mal keine Items haben, es uns schlecht geht, wir deprimiert sind, dann ist hier dieser Campingplatz für uns immer da. Dieser Campingplatz hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Auch wenn ich hier gerade wieder Schluss rede, aber okay. Let's go. So. Deswegen sollte man immer einen Tanuki haben. Nein, nicht der Kollege. Nein. Oh. Das Timing war perfekt. Let's go. Wir warten. Den Trick fallen die nicht mehr rein. Den kannst du nicht so treffen. Und er nervt dich. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Der muss auf jeden Fall einmal an die Wand. Wow! Das ist nicht gut. Wie gut, dass wir Iframes haben. Ach, stimmt, wir haben ja diesen Supersprung, ne? Na? Oh Gott! Puh. Auch ein Gegner, den ich im Original oder in der Ursprungsfassung gehasst habe. Jetzt haben wir ihn leicht besiegt. Gott sei Dank.
Yeah, kick ihn weg. Yes. Weg damit. So. Ja, King Eisstachy wurde auf Eis gelegt und alles, was nun noch übrig ist, ist der ewige Wind, das ewige Winterschloss, wo die böse Hexe auf jeden Fall plant, Weihnachten von uns wegzunehmen. Dann können wir nicht mehr Weihnachten feiern. Und natürlich auch das ja, die Weihnachtsstimmung vom Pilzkönigreich zu kippen. So sinngemäß. Ne? Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Jetzt tut nicht so, als ob ihr nichts wissen würdet. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir spielen jetzt noch dieses Level. Vielleicht noch ein zweites. Ich weiß es gar nicht. Wir machen erstmal nochmal hier weiter. So, wie gut, dass wir die Yoshi haben mit dem Double Jump. Double die Jump. Ich glaube, jetzt keine Feuerspeien. Yes. Hat sich also nichts geändert. Manche Dinge ändern sich halt nie. Okay. Schön rutschig hier. Musik macht Laune. Zumindest mir. Erstmal. Aber das kann sich jederzeit ändern. Denn fliegende Pinguine, die einem das Leben zur Hölle machen, das ist nicht so gut. Puh, war knapp. Oh. Das hätte ins Auge gehen können. Leider können wir sie nicht schlucken. Sind für Yoshi schwer zu zerkauen. Sind sehr zäh. Wir haben gerade was gesehen. So, Toadette. Es geht doch nichts über große Bäume, die erinnern mich irgendwie, wie klein ich bin. Ja, das stimmt wohl. Tja, aber es ist okay, das macht nichts. Ich finde, ich bin, habe eine lustige Größe. Hahaha, ja. Das denken doch die, das ist doch das, was die Leute immer noch sagen, oder? Sie haben zwar sowas noch nie in ihrem Leben gesagt, dass du eine lustige Größe hast. Kennst du mindestens niemanden? Wenn ihr jemanden kennt aus der Richtung, dann lasst es mich gerne wissen. Ich bin da absolut ahnungslos. So, was können wir machen? Was können wir machen? Deswegen ist ein Yoshi immer wichtig. Absolut wichtig. Überlebenswichtig. Vor allem bei diesen Pinguinen, die uns die Weihnachtslaune verderben. Es ist nicht die Hexe, die das tut. Das sind die Pinguine. Aber glücklicherweise ist das im Großen und Ganzen noch machbar, würde ich sagen. Würde ich glatt behaupten. Sehr gut. Okay. Na hier. Wow. Keine Panik. Wir haben es geschafft. Und wir haben tatsächlich wieder über 100 Sternenpunkte. Das heißt, wir können wieder das Bonusgame starten. Let's go. Na gut. Zwei Leben ist in Ordnung, hätte man mehr bekommen können, aber was willst du machen? Nützt halt nichts. So, Climbing the Trees ist jetzt, haben wir jetzt gemacht, ne? Sumo Time, ich glaube, das machen wir noch. Das machen wir noch, dann beenden wir diesen Part an dieser Stelle. Warum Sumo Time? Deswegen. No! Du hast Yoshi getötet! Ein Sumo-Bro um die Ecke gekommen ist. Und ich habe schon wieder den Charakter nicht gewechselt. Gibt's doch nicht. So, das sind unsere Freunde. Die Koopas sind unsere Freunde.
sollten sie eigentlich sein, aber ich habe es gerade voll nicht drauf. Und wir haben wieder NPC Toadette. Oh, wir sind endlich an der Spitze von Merry Mountain. Tja, der Ewigwind, das Ewigwinterschloss liegt vor uns. Los, weiter mit dir. Du schaffst das. Das glaube ich auch. Und NPC Toadette macht nichts anderes, als uns anzufeuern. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Es erfüllt mich mit großer Freude. Yes, okay. Sei es drum. Ist da oben was? Da oben ist nichts, oder? Ist da... Nicht dein Ernst. Nein! Und ich glaube, genau diese Stelle. An dieser Stelle bin ich verzweifelt gewesen. Okay, jetzt wird's kritisch. Wie soll ich das schaffen? Wait a second. Der Monty. Monty-Line. Hätte mir helfen können. Wow. Auch mit Rosalina nicht gerade ein Spaziergang im Park. Zumindest für mich. Aber ich bin mir sicher, 99% von euch hätten das besser hinbekommen. Das ist sehr schön für euch. Ach so! Ja, wisst ihr was? Dann nehmen wir auch noch die Castle Gates mit. Ich kann mich noch erinnern. Definitiv. Das Castle Theme von Super Mario Land 1. Ein bisschen Nostalgie. Ich kann mich noch erinnern, wo wir gerade darüber sprechen. Früher war das Castle so richtig schwer für mich, ne? Ich musste es immer wieder im Easy-Modus spielen. Mittlerweile ist es sogar ein für mich relativ einfach. Ich sag relativ, ich will jetzt nicht übertreiben, ne? So, das hätte jetzt in die Augen. Das hätte wirklich in die Cojones gehen können. Wow. Oh, good luck. Oh. Good luck. Okay. Was, wisst ihr was? Glück, luck ist... Was ist los? Wow, das ist kein gutes Zeichen, liebe Freunde, das ist kein gutes Zeichen. Wechseln wieder zu Mario, beenden den Part mit Mario, speichern mit Mario und wir sehen uns dann im nächsten Part beim großen Finale wieder. Und das wird sehr, sehr interessant sein, wir werden die Hexe kennenlernen. Und wer das die Ursprungsversion kennt, weiß, dass das Endboss keine Hexe war. Frage ist, ist auch der Bosskampf dadurch anders? Dieser Final Boss... Also die Art und Weise, wie man gegen diesen Boss kämpft. Das werden wir dann im nächsten und im finalen Part auf jeden Fall herausfinden. Wollt ihr das herausfinden? Gerne Daumen nach oben hinterlassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und gerne einen lieben Kommentar schreiben. Das wäre natürlich super. Das würde mich freuen, rechtzeitig zu Weihnachten. Es sei denn, ihr schaut euch das im Sommer an, dann seid ihr wahrscheinlich ein bisschen wehmütig, was Weihnachten betrifft. Oder erwartet sehnsüchtig auf Weihnachten, das kann auch sein. Aber ich nehme das halt auf, kurz vor Weihnachten auf, wisst ihr, deswegen, ne? Okay, haltet die Ohren steif, Leute. Bald ist Weihnachten. Entweder bald oder sehr bald oder je nachdem, wie man es nimmt, ne? Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Wir sehen uns beim nächsten und finalen Part wieder. Ciao, ciao. Tschüss.